Moin meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Ja, in der letzten Folge haben wir, wie ihr im Hintergrund seht, die Quarry ans Laufen gebracht. Die ist auch schon fertig aufgebaut und läuft schon seit ein paar Minütchen. Das freut mich wirklich sehr, weil jetzt haben wir nämlich auch den Punkt erreicht, wo wir, ja, quasi keinen Erzemangel mehr haben werden. Das ist sehr schön. Ich habe auch vorhin nochmal ganz kurz das Dirt-Teil hier rausgeholt, weil ich gedacht habe, okay, der kann mir mal ein bisschen Dirt noch hier rausholen, aus dem einfachen Grund, weil ich muss hier bei mir in der Base noch ein paar Löcher stopfen. Und warum sollte ich selber Dirt farmen, wenn das die Quarry für mich machen kann? Wie ihr seht, ist da schon ordentlich was zusammengekommen. Das nehme ich mal raus. Und ich habe noch ein paar Truhen am Start. Weil ich denke, mit 4 Truhen komme ich nicht sehr weit. Deswegen werden wir jetzt noch gerade ein paar Truhen hier aufstellen. Nochmal hier, 1, 2, 1, 2. Andere Seite genau dasselbe. 1, 2 und 1, 2. Und werden die jetzt nochmal schön hier miteinander verbinden. So. Und dann natürlich noch hier ein paar Fackeln aufstellen. Da eine hin, hier eine hin, da eine hin, da eine. Und hier nochmal eine. Weil es wird nämlich gerade auch dunkel. Dann passt das ja, weil wir fliegen dann jetzt mal zurück zur Base. Werden uns Schafen legen und werden dann gerade nochmal ein paar Löcher stopfen, würde ich sagen. Und ja, und dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht unter dem Altar schon mal anfangen, ein Loch auszuheben, damit wir darunter das Ritual machen können, diesen Well of Suffering Ritual, dieses Opferungsritual für die Mobs, dass sie konstant Schaden bekommen, dass ich die quasi selber nicht mehr töten muss, sondern dass sie ja, selber sterben, dass ich mich quasi einfach nur noch mehr oder weniger AFK an den Altar stellen muss und ja, Mobs spawnen und die halt Damage kriegen und verrecken dadurch. So, wir werden gerade ganz kurz die Pipes aus dem Inventar rausnehmen. So, tschack. Wir werden hier die Sachen, die wir wieder nicht gebrauchen können, wie hier diese Gehirn und so einen Müll auch rausholen. Und das tun wir hier rein. Und jetzt nehmen wir gerade mal hier ein bisschen das Dirt, was wir haben und werden jetzt gerade mal hier vorne noch fix ein bisschen Lochstopfen machen. Das ist ja relativ zügig erledigt. Das sollte jetzt nicht so lange dauern. Und dann, wie gesagt, werden wir zum Blutaltar gehen und werden unter dem Blutaltar schon mal anfangen auszuheben, dass wir da genug Fläche haben für das Ritual, was da drunter muss. Aber ja, wie gesagt, das sollte jetzt nicht das Problem werden. Müssen wir uns gleich nur noch eine Schaufel craften, weil unsere irgendwie schon seit längerem defekt ist. Ja, die ist kaputt und die habe ich die ganze Zeit nicht mehr gebraucht, deswegen habe ich mir keine neue gecraftet. Wir könnten auch die Schaufel von Blood Magic machen. Aber das würde uns wieder ein Dia kosten und ich weiß gerade im Moment gar nicht, wie viele Diamanten wir überhaupt noch haben. Kommt da ein Zombie um das Eck. Hat's ja wohl nicht alle auf der Waffel hier. Verbrenn gefälligst du mit deinem scheiß komischen Glowstone-Helm-Müll da. Ah, Lappen du ey. Zack. Nope, das war nix. Zack, 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 zack. So, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich das haben wollte. Ich glaube, das sollte so immer eine Ebene nach unten gehen ungefähr. Zack, 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 zack. Machen wir das hier gerade mal fix. Haben wir, oh, ein bisschen, ist doch noch ein bisschen mehr als gedacht. Im Inventar. An Dirt. Dann beschleunigen wir das Ganze hier mal ein bisschen, damit das jetzt hier auch nicht zu viel Zeit beansprucht. Oh. Ups. Hoppa, dip, dap, dip, dap, dip, dap, 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 dip, 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 dap, 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 dip. So, jetzt gleich haben wir es geschafft. So. Ja, machen wir gerade hier noch. Bisschen was rein. Und dann. Ah, warte mal, dann fällt mir gerade noch was ein, was wir auch noch machen können. Da müssen wir jetzt gleich mal kurz zurück an die Kiste gehen. Ey, was ist mit dir los? Weg. Steht da einfach die Spinne neben mir, dass die mich überhaupt nicht entdeckt hat, gab mich jetzt ein Wunder. Irgendwie, sehr seltsames Spinnchen. So. Alles klar. Jetzt noch hier hin. Da, da, da. So. So lassen wir das erstmal. Dann sieht das schon mal optisch schon was besser aus. Die scheiß Blumen gerade noch abmachen oder wegmachen. Und dann werden wir uns ganz kurz ein paar ganz normale, fertig gebratene Steine hier rausholen und werden uns ein wenig Slabs craften. Okay, das waren ein wenig viele. Gut, nicht so schlimm. Haben wir gebrauchen. Und dann, fuck,
nochmal zurück. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Das war keine Absicht. Eins. Und machen uns gerade mal eine Schaufel. Ja, geil. Na, sollte man vielleicht auch da rausholen, sonst bringt das Ganze uns nichts. So. Schnell zurück zum Altar. Und jetzt werde ich gerade mal hier das ausheben. So, so, so. Zack, zack, zack. Und zapp, zapp, zapp. Und jetzt kommen hier Slabs hin. Dann sieht das nämlich optisch ein wenig schöner aus. So. So. Und so. Dann kann man nämlich hier auch besser stehen und opfern und so. Kann man hier boop, immer nochmal so schön rüber, boop, dass man den Buff bekommt. Läuft. Läuft, läuft, läuft. So, wenn wir jetzt gerade schon mal am Verschönern sind, dann machen wir auch gerade hier noch das weg. Müssen eh wegmachen, weil wir jetzt gleich ja nach unten buddeln, nach unten buddeln wollen. Zack, 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 zack. So, den ganzen Stuff mal gerade aufheben. Da kriegen wir wieder jetzt jede Menge Dirt rein. Okay, nice. Wir werden den... Ja, wir werden uns jetzt hier auf der Seite, genau in der Mitte, eins, zwei, na geil, kommt direkt schon Dingens. So. Ich glaube, hier ist der Altar. Oder auch nicht. Doch, hier ist der Altar, nee. Doch, hier ist der Blutaltar. Okay, perfekt, dann wissen wir schon mal ungefähr, wo die Mitte ist. Des Ganzen, boah, ich muss mal kurz den Sound leiser drehen von den, Kreaturen. Hier, die sind das, glaube ich, ne? Ja. Geht gar nicht. Ich muss unbedingt den Soundmuffler mir basteln, damit wir hier, vernünftig arbeiten können. Das ist ja furchtbar, die Lautstärke von den Mobs. So. Hat man hier ein bisschen Funsel platzieren. Und dann werden wir nochmal kurz rausfliegen. Und wir werden uns jetzt gerade mal ganz kurz hier so Eckpunkte machen. Damit wir ungefähr wissen, wo die Mitte sich befindet. Das ist natürlich nicht groß genug. Das muss natürlich noch wesentlich größer gemacht werden für das Ritual. Weil das Ritual ist schon ein bisschen was größer. Aber das Grundprinzip ist damit schon mal gewährleistet. Damit ich schon mal einen viereckigen Raum hinbekomme. So. Alles klar. So, und jetzt kann ich nämlich das ganze Zeug hier ausheben. Und bekomme daraufhin direkt schon mal einen viereckigen Raum, der dem Maße entspricht. Und dann kann ich den beliebig immer nach außen vergrößern. So, nicht wundern, dass ich immer noch die Iron Pickaxe benutze, weil solange die noch ganz ist, benutze ich die. Wenn die natürlich jetzt gleich kaputt geht, dann benutze ich nur noch die Blut Pickaxe, weil das macht ja sonst keinen Sinn. Beziehungsweise, ja, wir machen uns ja nicht extra die Blut Pickaxe oder die Bone Pickaxe, für die dann nicht zu benutzen. Das ist ja Quatsch. So, das hier gerade mal noch schnell wegmachen. Zap, 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 zap. Mhm. Zack, 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 zack. So, das hier noch weg. Das dauert jetzt gerade leider ein bisschen alles, aber das ist ja nicht so schlimm. Das muss man mal verkraften. Ja, muss man halt auch mal durch, wenn... So, jetzt ist die Pickaxe im Eimer und jetzt benutzen wir noch die. Er hat natürlich auch jede Menge mehr Abbauspeed, ne? Aber wir wollen hier nicht verschwenderisch sein, ne? Deswegen habe ich die jetzt benutzt, noch bis sie kaputt gegangen ist. Und jetzt ist es ja... Nicht schlimm, dass wir nur noch hier die benutzen. Haben ja Blut genug im Netzwerk. Erst einmal zumindest. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen viereckigen Raum hier. Wir werden jetzt die Decke noch wegmachen. Also wir werden den komplett den Altar... Ups. Ha. Ha. Das geht ja gar nicht. Shit. Ach doch, warte mal. Ich knall hier von unten den Slab dran. Genau. Weil dann weiß ich nämlich, dass da... der Sand ist. Gut, machen wir das gerade auf allen Ecken, dann fallen halt jetzt gerade mal die ganzen Sachen runter. Zum Glück haben wir ein paar mehr Kakteen mitgenommen gehabt, wo wir damals in der Wüste waren. Weil die sind nämlich jetzt kaputt gegangen. So, jetzt hier noch ein Slab hin. Zack. 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 So, jetzt gehen wir kurz hoch und werden den Sand dann neu platzieren. Wieso haben wir nur drei Sand? Hey. Oh, die Kakteen sind abgeploppt hier oben, das ist ja top. Ah, hier ist der andere Sand, den hat er nicht aufgehoben.
Die sind hier oben einfach abgeploppt. Das ist ja perfekt. So, Sand. Oh, das war nix. Sand. Sand. Und Sand. Und jetzt die Kakteen da wieder drauf. Zack, 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 zack. So, jetzt werden wir uns mal gerade mal kurz das Schwert hier rausholen und werden die Zombies hier mal töten, bevor es zu viele werden. Ja, ratzifatzi werden die hier vernichtet. Elendisch. Elendig vernichtet werden die. Oh, das sind schon ganz schön viele jetzt geworden. Ja. Ja. Alle tot. Alles klar. Schwert wieder da rein. Wir haben jetzt hier jede Menge Müll bekommen im Inventar. Aber egal. So. Okay. Soweit, so gut. Jetzt das Ganze noch weiter runter. Weil wir müssen... zwei unter dem Altar müssen wir sein, mit dem Opferungsring, damit der greift sozusagen und sich auch komplett aufbauen kann. Aber das kriegen wir schon hin. Ich muss gleich mal kurz zählen, weil der Raum muss, glaube ich, 12 auf 12 mindestens werden. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das reicht auf jeden Fall noch nicht. Aber wir werden jetzt gerade erstmal noch hier in der Mitte das wegtragen. Ja. Upp. Zack. Und das hier noch schnell alles abbauen. Neun habe ich gesagt, gell? Genau, neun. Neun. Neun, warte mal. Gleich muss er gucken, war es 12 auf 12 oder war es 11 auf 11? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So, zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann waren es 11 auf 11. Und nicht, weil 12 auf 12 funktioniert ja logischerweise nicht. So. Alles abbauen. Zack, zack, zack. In meinem Livestream-Projekt habe ich den Blutaltar, beziehungsweise habe ich mich in der Wüste aufgebaut. Das war auch sehr schön und hat auch alles gut funktioniert. Aber unter dem Blutaltar den Raum auszuheben, hat mega angepisst, aus dem einfachen Grund, weil Sand und Sand fällt nach unten. Sand hält ja nicht. Das hat mega genervt. Das hat sowas von abnormal genervt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir jetzt hier für das YouTube-Projekt, dass ich mich natürlich nicht in der Wüste aufbaue. Auch wenn die Wüste Vorteile hat, wie zum Beispiel es regnet nie oder sowas, hat das einfach nur echt mega abgenervt. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt in einem, hier, einfach ganz normalen Bereich aufgebaut. So. Dann haben wir das einmal komplett abgetragen. Wir sind, zwei unter dem Altar. Das wäre dann eins, zwei. Und hier muss dann der Master-Ritualstein dran. Damit das funktioniert. Und ja, gut. Das werden wir aber dann, beziehungsweise werden wir jetzt gerade noch kurz ausleuchten. Es ist auch stockdunkel draußen. Das ist natürlich uncool. Sind wieder jetzt viel zu viele von dem Scheiß-Zombies. Oh mein Gott, ich bin jetzt Depp. Wir haben jetzt gerade mit Regenerationsbuff hier, ne? Weil, was wir haben, Hammer, ne? So, gut, jetzt können wir schnell pennen gehen. Ratzifatzi, damit die Nacht vorbeigeht. Das ist ja ätzend. Und ja, dann wollte ich mir gerade noch ein paar Fackeln craften. Alter, jetzt habe ich hier wieder so viel Dirt am Start und so viel Stein und so viel Müll hier einfach nur. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Müll, Müll, Müll. Meine Güte, ey. Hier ein bisschen Spinnenseide, bisschen Knochen, bisschen Bogen, Bogen kann weg. Das brauchen wir nicht. So, gut. Wir brauchen Kohle. Kohle haben wir im Inventar. Das ist ja schon mal top. Zack, machen wir uns gerade nochmal ein paar Fackeln. Damit wir die platzieren können da unten, damit da unten keine Mobs spawnen. Gerade mal hier F7 drücken. Zack, da eine noch hin. Da eine hin und da noch eine hin. So, jetzt haben wir hier alles ausgeleuchtet. Das ist doch perfekt. Beziehungsweise werden wir die gerade mal hier nochmal wegknallen. Und werden dann da noch eine hin platzieren. Und in der Mitte eine platzieren. Dann haben wir den Raum nämlich perfekt ausgeleuchtet.
und sind hier auf der sicheren Seite, dass hier keine Mobs spawnen. Jetzt werden wir uns wieder hier nach oben begeben und werden die Löcher hier wieder stopfen. Alle bis auf eins. Und das wird hier das sein. Oh, wir müssen nochmal F7 drücken. Alle bis auf das eine. Das ist unser ja, Loch, das uns immer nach unten führen wird. Und whoopsa, was ist hier mit dem los? Oh, da ist ein Creeper. Der soll sich bloß von meinem Altar verpissen. Der Lappen. Der El Lapo Grande. Ja, komm, wir locken mal ein bisschen hier. Ah, ich habe eine Idee. Hier Bow Action, mein Freund. Oh, nice. Verkackt. Bam. 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 So, zack. Wo ist der Creeper? Ach, der steht da noch. Bam. Hast du wohl gedacht, ne? Du Lappen. Okay, nice. Ich würde sagen, wir tun hier gerade nochmal kurz die Mobs verprügeln, die hier drin sind. Warte mal, den Bogen will ich natürlich nicht da rein haben. Die Mobs verprügeln hier nochmal schnell, damit wir nochmal Blut hier reinbekommen. Da war sogar ein Named Mob dabei. Und ein Hühnchen war sogar da drin. Ey. Ah, das ist so ätzend, wenn die da rausbacken. Aber naja gut, da müssen wir durch. Das ist halt so, das kann man nicht verhindern. Die kleinen Viecher, die backen da so oft raus. So, oh, was haben wir denn hier noch Feines? Zack. Zack, 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 zack. So, gut. Den Decker wieder da rein. Und wir fliegen darüber. Sehen, dass da noch ein Creeper schon wieder am Start ist. Ja, das ist natürlich wieder mega ätzend. Jetzt, oh! Den werden wir gerade doch vernichten. So, gut. Ja, kurz mal das Inventar noch durchchecken. Ja, wieder jede Menge Schrott dabei. Und ja, würde sagen, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Hat mich gefreut, dass er wieder eingeschaltet hat. Lasst doch einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin, bleibt geschmeidig, schaut rein. Wir sehen uns. Ciao.